Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2 und in diesem Video schauen wir uns mal genauer an, was denn eigentlich Anweisungen und was Ausdrücke sind innerhalb eines Stückchen Codes in einer Funktion. Ja, wir haben hier im letzten Video mehrere Aufrufe von Addiere gemacht und gesehen, dass wir hier auf unterschiedliche Art und Weise die Parameter bestimmen können. Einmal haben wir hier einfach feste Werte in Form von Literalen angegeben. Einmal haben wir hier eine Variable oder beziehungsweise dessen Wert als Parameter mitgegeben und hier eben sogar beide Variablen. Diese gibt fünf Funktionen aus. Vorherigen Beispiel, die lösche ich erstmal und wir machen jetzt mal, wir sehen, haben wir hier ja drei Anweisungen oben stehen. Wir ersetzen diese jetzt nochmal durch komplexere Anweisungen, damit wir sehen, wie flexibel man eigentlich mit Ausdrücken und Anweisungen ist. Also nehmen wir mal diesen Code komplett weg und nutzen die Funktion addiere aus den vorherigen Beispielen trotzdem. Also ich erstelle mir eine Variable a hier und die lege ich einfach mal auf 42 fest. Dann erstelle ich mir eine Variable b, die berechne ich mir aus a plus 3 und a. Dann mache ich mir eine Variable c, bei der rufe ich ebenfalls addieren auf. Und als Parameter an gebe ich an, dass ich den Wert von addiere a plus b und a haben möchte. Und danach nochmal addiere a und a plus b. Und als letztes mache ich noch einmal d, das ist in Klammern. Addiere b und c und dann möchte ich aber diesen gesamten Ausdruck durch a minus c teilen. So. Machen wir noch Leerzeichen dazwischen, damit man es besser sieht. Und dann geben wir eben auf der Konsole jeweils a, b, c und d aus. Gut, wir haben in den vorherigen Übungen schon immer, oder in den vorherigen Videos besser gesagt, immer das Semikolon eingesetzt, eher implizit, als dass ich es explizit erwähnt habe, um Anweisungsbegrenzungen festzulegen. Also sozusagen ein Semikolon gibt an, dass das vorher hier eine sogenannte Anweisung ist. Und in dieser Anweisung nutzen wir eben den Ist-Gleich-Operator, um 42 der Variable a zuzuweisen. Wie wir hier unten sehen, kann eine Anweisung aber anscheinend auch komplexer sein. Wir haben hier einen Funktionsaufruf und hier haben wir innerhalb der Parameterangabe nochmal einen extra Ausdruck mit dem Plus-Operator. Und der zweite Parameter ist eben direkt a. Und wie wird das Ganze letztendlich ausgewertet? Ja, wir nehmen sozusagen eine gewisse Aufrufreihenfolge ein. Das heißt, wir werden nachher, wenn wir uns die Operatoren im Genauen anschauen, auch sehen, dass sie eine gewisse Bindungsstärke haben. Und der Ist-Gleich-Operator bindet eben schlechter als der Plus-Operator beispielsweise oder ein Funktionsausruf. Das heißt, in dieser Anweisung steckt jetzt nicht mehr ein Ausdruck, so wie hier oben. Ein Ausdruck wäre hier eben, dass der Ist-Gleich-Operator eingesetzt wird, um 42a zuzuweisen, sondern hier haben wir folgende Ausdrücke drin. Als erstes wird a plus 3 berechnet. Das wäre folglich 45. Dann wird die Funktion aufgerufen, das ist der zweite Ausdruck.
mit 45 den Ergebnis dieses Ausdrucks und 42 den Wert von a. Bitte beachten Sie, dass dieses a plus 3 an a keine Zuweisung ist. Also wir nehmen zwar, wir lesen den Wert von a aus, aber wir weisen a nicht den Wert 45 hier zu. Das muss immer mit dem Ist-Gleich-Operator passieren. So, und wenn der Funktionsaufrufausdruck fertig ist, dann kommt eben der Zuweisungsausdruck. Und dieses Addieren, das wäre dann logischerweise 45 plus 42 und meines Erachtens wären wir dann bei 87, wenn ich mich nicht verrechne, dann wird eben B diese 87 zugewiesen. Wie man sieht, kann man hier nicht bloß in diesem Fall eben drei Ausdrücke, das wäre der erste Ausdruck, das wäre der zweite Ausdruck und der dritte Ausdruck wäre dann letztendlich die Zuweisung machen, sondern man kann Ausdrücke, wie auch in C, beliebig schachteln. Das heißt, wir sehen hier, zunächst wird wiederum dieses A plus B aus. Also wir können auch das Pferd eigentlich mal von hinten aufzäumen. Um diesen Ist-Gleich oder diese Zuweisung an C zu machen, muss hier auf der rechten Seite offensichtlich irgendwas stehen. Und dieser Ausdruck auf der rechten Seite muss zuerst ausgewertet werden. So, und dann schauen wir uns diesen Ausdruck mal genauer an. Das ist ein Funktionsaufruf. Und für diesen Funktionsaufruf muss man Parameter angeben. Das heißt, die Ausdrücke, die hier als Parameter angegeben sind, hier ist Parameter 1, dann kommt das Komma, hier ist Parameter 2. Diese Ausdrücke müssen womöglich auch zuerst ausgewertet werden. Und hier sehen wir eben, Parameter 1 ist wiederum ein Funktionsaufruf mit a plus b, diesem Ausdruck als Parameter und hier jetzt eben mal bloß einer Variablenangabe. Und wir sehen hier eben, dass dann wiederum erst dieser Plus-Operator-Ausdruck ausgewertet wird und dann eben die Funktion mit diesem Ergebnis und a aufgerufen wird und das Ergebnis wiederum als Parameter für diese Funktion verwendet wird. Genau das gleiche funktioniert oder passiert auch hier hinten. Das heißt, zuerst wird dieses a plus b ausgewertet und dann wird die Funktion addiere aufgerufen und dessen Ergebnis wird wiederum als Parameter für diesen addiere Aufruf genutzt. Und was dieser dritte addiere Aufruf dann zurückgibt, ist dann eben in der Variablen c gespeichert. Also wir sehen hier, indem wir einfach die natürliche Schreibweise anwenden, indem wir eben nicht Literale oder einfach Variablen angeben als Parameter, sondern komplexere Ausdrücke, also ein Funktionsaufruf oder eine Operatoranwendung ist jeweils ein Ausdruck, können wir beliebig komplexe Anweisungen erschaffen, in denen wir die Ausdrücke in ihnen letztendlich schachteln. Also wir haben hier einen großen Ausdruck, das ist der Ist-Gleich-Operator, dieser wird wiederum von einem kleineren Ausdruck auf der rechten Seite des Ist-Gleich-Operators geschachtelt oder dieser, besser gesagt, dieser Ausdruck hier, den ich gerade markiert habe, ist im größeren mit eingebunden und dieser Ausdruck besteht wiederum aus weiteren Ausdrücken und das nennt man eben die Schachtelung eines Ausdrucks. Ja, und genauso wie in C ist es auch in C-Sharp möglich, dass man runde Klammern einsetzt, diesmal eben nicht zum Funktionsaufruf, wie wir sonst gewohnt sind, sondern wir haben hier Ausdrücke zusammengefasst. Also dieser Ausdruck a plus addiere bc ist nochmal von Klammern umrundet. Warum? Weil standardmäßig, wie in der normalen Mathematik auch, dieser Divisionsoperator, der Slash, stärker binden würde als das Plus. Das heißt, würde ich diese Klammern hier wegnehmen, dann würde zunächst addiere bc ausgewertet und dieser Wert dann durch diesen Ausdruck hier geteilt und dann am Ende erst a addiert. Und indem wir
diese Klammern hier setzen, wird eben zuerst addiere BC ausgewertet, dann das plus A genommen, dann wird A minus C berechnet und am Ende wird aus diesen beiden Ergebnissen der Ausdrücke jeweils die Division durchgeführt. Und das Ergebnis dieser Division letztendlich dann der Variable D zugewiesen. Und diese letztendlich, also hier unten passiert dann nichts mehr Besonderes, wir geben einfach die Ergebnisse auf der Konsole aus. Ja, damit wir uns das nochmal verdeutlichen, die backen wir einfach nochmal durch diese Anweisungen durch. Also ich starte das Programm mit F11 und wir landen hier in der Main-Funktion und gehen jetzt schrittweise durch. In diesem Teil passiert noch nichts Besonderes, A ist eben 42. Das ist vielleicht auch ein Trick, den ich noch nicht erwähnt habe. Wenn man über Variablen, die gerade aktiv sind, die Maus bewegt, sieht man eben in einem Pop-up den variablen Namen und den variablen Wert, wie hier zu sehen. So, und hier kommt dann schon das erste komplexe Statement. Wir rufen hier addiere auf mit a plus 3 und dieser Ausdruck, wie man hier schon im Visual Studio sieht, ergibt offensichtlich 45 zurück und a ist natürlich immer noch selber 42. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Funktion springen, das wäre dann der zweite Ausdruck, addieren wir hier eben 45 und 42. Und der dritte Ausdruck, wir sind offensichtlich mit dieser Anweisung immer noch nicht fertig, ist eben die Zuweisung von 87 an B. Genau, und wenn Sie mehrere Ausdrücke innerhalb einer Anweisung haben, die Funktionsaufrufe sind, dann gibt es den Shortcut Shift-Alt-F11. Und hier wird dann aufgezeigt, welche Funktionen hier in dieser Anweisung als nächstes ausgeführt werden. Also wir kommen hier mit der Addiere-Funktion offensichtlich rein. Das ist jetzt blöd, weil ich hier in diesem Ausdruck dreimal Addiere verwendet habe. Normalerweise hat man in Ausdrücken eventuell Aufrufe an unterschiedliche Funktionen. Dann würde man hier eben die unterschiedlichen Funktionsnamen sehen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mich interessiert der erste Addiere-Aufruf hier nicht, sondern eben der zweite. Und dann kann ich direkt hier in den zweiten damit springen und wir sehen eben, die zweite Zahl muss logischerweise höher sein, oder der zweite Parameter, um genau zu sein, weil eben a plus b ist 129 und in a steht immer noch die 42. Das heißt, wir haben diesen ersten Addiere-Aufruf übersprungen. Wir gehen hier zurück und jetzt kommt eben der dritte Addiere-Aufruf, der hier vorne, wenn wir wieder mit 11 reinschauen. Und wir sehen eben dann, die zweite Zahl ist 171, die erste auch, weil ich hier letztendlich bloß die Parameter vertauscht habe. Also nichts Besonderes. Und der letzte Ausdruck dieser Anweisung ist eben der Ist-Gleich-Operator. Und wir sehen, C ist zurzeit noch 0, der Standardwert. Und jetzt haben wir eben 342, was 2 mal 171 ist. Genau. So, und hier wird eben dann A mit BC geteilt durch A minus C berechnet. Das heißt, wir kommen bei D minus 1 raus. Und letztendlich geben wir hier noch diese jeweiligen Variablen raus auf der Konsole. Was ist wichtig? Wir haben gelernt, das ist eine Anweisung, die ist mit dem Semikolon beschränkt. Eine Anweisung selbst kann aber beliebig viele Ausdrücke enthalten. Übrigens auch 0. Das heißt, wenn ich einfach bloß das Semikolon schreibe, dann ist das auch eine Anweisung, aber sie hat keine Ausdrücke. Also ein sogenannter No-Op für die Langform No Operation. Also in dieser Anweisung führt der Prozessor eigentlich nichts aus. Macht natürlich keinen Sinn, eine Anweisung ohne Ausdruck zu schreiben. Was man hier sieht, je mehr Ausdrücke man in einer Anweisung verwendet,
desto schlechter wird das Ganze zu lesen. Also diese Zeile ist okay, diese Zeile natürlich auch, aber sobald wir hier wilde Konstrukte haben mit mehreren Funktionsaufrufen und mehreren Operatoren, die wir hier verwenden, dann wird das Ganze sehr schlecht lesbar. Und deswegen empfehle ich Ihnen auch, dass Sie eben versuchen, maximal drei Ausdrücke pro Anweisung zu machen. Wenn Sie wirklich mehr als drei Ausdrücke pro Anweisung einmal geschrieben haben, dann sollten Sie sich wirklich überlegen, ist das so sinnvoll? Sie werden, indem Sie diese Ausdrücke sehr schachteln, nichts an Performance gewinnen. Der Compiler ist, oder die Compiler, die heutzutage verwendet werden, sind im Normalfall so schlau, dass sie, wenn sie einen sogenannten Release Build machen, eben den Code nochmal intern optimieren, und es macht überhaupt keinen Sinn, dass man versucht, Performance beispielsweise zu gewinnen, indem man Anweisungen mit sehr vielen Ausdrücken macht. Also ich würde Ihnen wirklich raten, halten Sie sich auf diesem Niveau hier oben. Wenn es sein muss, mal so, aber insgesamt haben wir hier eben 6 Anweisungen stecken. Hier ist die erste, hier ist die zweite, dann kommt der Addiereraufruf, dann kommt dieser Addiereraufruf, dann sind wir schon bei 4. Dann kommt hier der 5. Aufruf und letztendlich noch die Zuweisung. Und das macht einfach Ihren Code letztendlich schlecht lesbar. Und glauben Sie mir, Sie werden nicht der Einzige sein, der Ihren Code im Laufe Ihres Lebens liest. Und tun Sie den anderen Programmierern, die Ihren Code irgendwann mal bearbeiten müssen oder zumindest verstehen müssen, den Gefallen und sorgen Sie dafür, dass Code leicht lesbar bleibt. Und das kann man unter anderem schaffen. Es gibt natürlich noch andere Aspekte, die man beachten muss, indem man nicht zu viele Ausdrücke in eine Anweisung steckt. Ja, im Skript finden Sie noch dieses Bild hier. Und hier habe ich eben diese Ausdruckschachtelung nochmal farblich markiert. Also wir haben hier genau einen Ausdruck, eben mit dem Ist-Gleich-Operator, der rechts und links was haben muss, die beiden Operanden. Und hier haben wir eben nochmal die 3. Das heißt, hier dieser Addiere-Aufruf ist ein Ausdruck, dieser A plus 3 Operand, es ist Operand, kann man so nennen, ist eben nochmals ein Aufruf, natürlich die Zuweisung. Und hier haben wir insgesamt eben schon 6 Ausdrücke, wie man hier sieht, Addiere, nochmal Addiere hier in und dann nochmal die Operanden jeweils und natürlich die Zuweisung. Und anhand der farblichen Markierung wollte ich einfach nochmal darstellen, was sind genau die Ausdrücke in den jeweiligen Anweisungen. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns an, was es denn noch für primitive Datentypen in C# gibt, damit wir nicht bloß immer die Integerwerte als Grundsatz für unsere Daten nehmen müssen. Vielen Dank und bis bald.